So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, ein neues Unboxing und ihr seht, ich sitze nicht mehr im Badezimmer in der alten Wohnung, ich sitze jetzt hier im Schlafzimmer bei Pupsi, da hinten liegt ein Pikachu, da ist noch so ein Ungedings und ich habe die beste Konstruktion, um hier Videos aufzunehmen. Ich habe mir einfach so ein gelbes Sackteil genommen und habe das gelbe Sackteil hier hergestellt, damit ihr jetzt immer auf dem gelben Sackteil steht und im Prinzip, dass mein Kamerastativ ist. Ich möchte heute ein Unboxing machen, das allererste Boxing hier in dieser Wohnung und habe die ganze Zeit ein Paket vom Fatih gehabt, plus Sachen, die wir bestellt haben und was so in letzter Zeit gekommen ist. Hab da ein bisschen was angesammelt und um das geht's jetzt hier. Das erste Unboxing in der neuen Wohnung. So, jetzt schmeißen wir das aber wieder zurück. Den Fahrdesigns gucke ich mir nämlich als letztes an. Zuallererst habe ich hier eine DVD, die ich mir bestellt habe, weil ich dann neulich drauf gekommen bin, was das ist. Das ist einmal der Film Phantoms. Kennt ihr Phantoms mit Ben Affleck und dem anderen Typ? Wir haben nämlich eine Serie geguckt auf Netflix. Da war der Typ dabei und hat da mitgespielt. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, den kenne ich doch. Der war damals in diesem richtig guten Film drin, wo es auch um Außerirdische ging, irgendwelche komischen Wesen und wo der dann immer gesagt hat, Ma'am, darf ich Ihnen was zeigen? Und das fand ich so toll, das fand meine Mutter auch richtig genial. Und dann habe ich gesagt, den muss ich mir unbedingt jetzt nochmal bestellen, damit ich den mal wieder gucken kann. Wenn ihr Phantoms kennt, schreibt's mal in die Kommentare. Ich sehe jetzt schon, dass ich übers Ohr gehauen wurde. Hier steht 3,99 € eingekauft. Für 1 Euro haben sie mir dann ausgelegt. Und ich habe 5 Euro noch was bezahlt, plus 5 Euro Versand über Amazon, was ein Medibobs-Shop war, der das dort vertrieben hat. Wieso habe ich nicht den 1 Euro Preis bekommen? Versand war doch trotzdem am Start. Das ist Phantoms gewesen. Dann habe ich hier ein oranges Paket, was geschickt wurde, ganz tief aus Yum Logistics Limited Unit East Ocean Sender Grenville Road in Hongkong Kowloon Tsimsha Tsui East. Das machen wir jetzt mal auf. Da müsste nämlich Samyang drin sein. Samyang Nudeln, ganz besondere, damit ihr das auch mal seht. Ein 5er Pack oder ein 4er Pack, ich weiß es gar nicht, es ist nur ein 4er Pack. Und zwar eine Sorte, die bestimmt auch nicht so viele Leute von euch kennen. Samyang Cream Carbonara. Es gibt ja die normalen Samyang Carbonara, wo die Leute sagen, das ist die beste Sorte, was auch so ein rosanes Tütchen ist. Es gibt mittlerweile die Samyang Rosé, die auch so ein rosanes Tütchen haben. Aber das sind die Samyang Cream Carbonara. Cream Carbonara, deswegen hat er hinten noch so ein Campino-Schleier, so ein Sahnebonbon hinter sich hergezogen. Die hat Pupsi im Cup bestellt. Wir haben die im Cup dann mal getestet irgendwann oder noch nicht, weiß ich noch nicht. Und die mochte ich aber als diese Päckchen, weil das muss Samyang sein, nicht die Cups, immer diese Päckchen. Das ist richtig genial. Dann hat Pupsi noch was bestellt, worauf sie auch die ganze Zeit gewartet hat, von Patricia Hyung-Cho aus Hamburg. Ich wusste schon immer, dass Hamburg irgendwo auch zum asiatischen Kontinent gehört. Deswegen machen wir das jetzt hier auf von der Patricia Hyung-Cho, die zufälligerweise ihren Geheimvorrat an Samyang-Nudeln im Internet präsentiert hat. Und wir, ne, das ist aber nicht nur eins, oder? Und wir jetzt hier rangehen und sehen, ach, ich habe mich komplett vertan. Das ist gar nicht das, was Pupsi bestellt hat. Das ist das, was ich gesehen habe. Nämlich auch Samyang bei eBay Kleinanzeigen hat einer ein Päckchen von diesen Samyang Bratnudeln verkauft. Die möchte ich natürlich auch testen. In dieser braunen Packung. Kennt ihr die? Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt testen. Samyang Bratnudeln. Jetzt neu, wird getestet bei Ramses Kitchen. Dann ist das aber das Paket, was Pupsi noch bekommen hat, von, pass auf jetzt die Adresse, K-Rahmen in Zwolle. Achso, das ist direkt eine Firma, die heißt K-Rahmen, beziehungsweise seht ihr das hier auch nochmal, K-Rahmen.de.
Ramen.eu, also k-ramen.eu, Love for Noodles. Es ist also eine Internetseite, wenn ihr Asia mögt und gerne Samyang-Nudeln, dann könnt ihr bei K-Ramen auf die Seite mal schauen, ob ihr da auch noch Samyang-Nudeln findet zu guten Preisen oder Sorten, die ihr noch gar nicht kennt. Und da hat sie nämlich entdeckt, da gibt es eine Sorte, die ich auch noch nie gehört habe, die sie jetzt unbedingt nehmen wollte, um zu schauen, was das genau ist. Hier ist jetzt auch a little present for you. Da ist noch ein Geschenk drin. Okay, dann machen wir dieses a little present mal auf und gucken, was da drin ist. Ein Tütchen. Da haben wir hier erstmal 15% Gutschein, wenn man nochmal bestellt. Gibt wahrscheinlich auch eine K-Ramen EU App, wird hier angezeigt. Also können wir 15% mitnehmen. Dann haben wir hier eine Karte nochmal K-Ramen EU und Thank you for your order steht auch hinten drauf. Die werde ich mir aufheben, die werde ich mir in mein Samyang-Regal mit reinstellen. Dann haben wir hier Stäbchen. Stäbchen zum Essen. Habe ich noch nie gemacht, noch nie mit Stäbchen gegessen. Sind zwei Packungen Stäbchen hier dabei als Geschenk. Und das war es immer noch nicht. Hier haben wir noch Tasty Treat Noodle Snack Chicken Flavored. So irgendein Noodle Snack mit Hähnchengeschmack, den man sich irgendwie machen kann oder einfach so essen. Ich glaube, man macht den wahrscheinlich auf und isst den einfach so. Und jetzt aber der Rest. Aufkleber. K-Ramen EU. Guckt euch den coolen Hund an, wie der hier den Dab macht, ne? Und so, yeah, mit der Mütze dazu. Dann ein Einhorn mit einer Gitarre. K-Ramen EU. Dann ein Panda-Bär auf dem Skateboard. K-Ramen.eu. Das Video ist übrigens nicht gesponsert. Und ein Astronaut mit Peace-Zeichen und Love. Das ist voll cool, das ist sehr schön, dass sie sich da so viel Mühe geben, das alles da reinpacken. Jetzt haben wir hier auch eine Rechnung und haben hier eine Packung Samyang, die im ersten Moment so aussieht, als würde man die kennen, weil es gibt ja die schwarzen, das sind die Originalen. Und dann gibt es die Samyang Bulldog Light, die kommen in einer schwarz- und beigen Variation raus. Und die hier haben hoffentlich nicht nur ein anderes Design, sondern sind nochmal eine eigene Kreation. Hier steht nämlich Samyang Lovely Hot. Samyang Lovely Hot, auch mit so einem verliebten Küken, was auf dem Kopf steht. Und hier steht One Half Spicy, also nur halb so scharf wie die normalen schwarzen. Auch wenn ihr hier hinten guckt, das sieht auf jeden Fall alles anders aus. Lovely Hot mit dem Herz. Denn diese Samyang Bulldog Light waren ja dazu, dass sie 30% weniger Fett hatten und auch 20% weniger Schärfe oder irgendwas. Die haben aber ein anderes Küken gehabt, ein anderes Muster, ganz andere Logos. Und hier steht extra jetzt nicht Light, sondern Lovely Hot. Deswegen muss das eigentlich was Neues sein. Die Zubereitung steht auch drauf. Ihr seht auch hier nochmal die ganzen Feuerlevel. Also die Too Spicy sind die 5. Die normalen Schwarz und die Käse sind die Nummer 4. Dann haben wir ein paar Dreier, ein paar Zweier, wo auch die Carbonara dazu zählen. Und das ist Schärfegrad Nummer 1, also das kleinste. Die Hälfte von 4 ist nämlich 1, wie wir jetzt wissen. Deswegen ist das auch nur One Half Spicy. Sieht aber interessant aus. Werde ich auch noch testen. Und jetzt haben wir noch das große Paket vom Fatih Kömür. Der hat gesagt, er schickt mir noch mal was in die alte Wohnung. Das stand da jetzt ewig im Flur rum. Ich kam bis jetzt einfach noch nicht dazu. Ich habe das gesammelt. Und jetzt werden wir es hier in diesem Unboxing noch mit öffnen und schauen, was das ist. Übrigens könnt ihr trotzdem mir natürlich weiter Fanpost schicken, wenn ihr Bock habt. Es gab ja immer mal Leute, die gerade auch zur Weihnachtszeit oder zum Geburtstag oder so gesagt haben, sie wollen mir was zukommen lassen. Könnt ihr gerne machen. Schickt es aber nicht einfach weg,
sondern dann schreibt mir wenigstens, wenn wir Kontakt haben, privat und fragt mich, wo das dann hin soll, dann kann ich euch das ja geben. Mache ich jetzt nicht bei jedem, aber so vertrauenswürdige Personen, die schon ewig da beim Kanal rumhängen, die können natürlich auch neue Adresse kriegen. So, hier haben wir zwei Eierkartons zum Schützen, dass da nichts kaputt geht. Dann ist hier drin ein Karton und in dem Karton, ist das ein Milchkarton? Mensch, Fadi, wie du das wieder gemacht hast. Jetzt ist der Karton, der gelbe Karton ist leer. In dem gelben Karton ist ein weißer Karton. In dem weißen Karton ist ein Edeka-Beutel, aber ein Pappbeutel von Edeka. Und da kommen jetzt schon mir die Biers entgegen. Die Biers fallen hier raus. Und was haben wir da jetzt für eine Sorte? Wir haben hier Perlenbacher Premium Pilz. Ich wusste gar nicht, dass es Perlenbacher in Flaschen gibt. Ich kenne das, glaube ich, Perlenbacher aus dem Lidl, nur in Dosen. Obwohl, ich glaube, wir haben auch Flaschen gesehen. Ich habe noch nie Flaschen von Perlenbacher getrunken, auf jeden Fall. Eine Flasche Perlenbacher Pilz. Ich lege die mal dahin. Eine zweite Flasche Perlenbacher Pilz. Eine dritte Flasche Perlenbacher Pilz. Jetzt können wir mal oben in die Tüte reingucken. Und dann sehen wir schon, dass das wohl insgesamt... Denn in der Tüte ist noch ein Sixpack, aber das Sixpack ist auf. Und das war insgesamt wohl mal ein Sixpack Perlenbacher Pilz. 1, 2, 3, 4, 5 plus 2 extra Flaschen. Also 6 Stück, 8 Stück insgesamt. Ein ganzes 8-Pack Perlenbacher Pilz, was ich jetzt einzeln hier irgendwo hinlege und aufpassen muss, dass es nicht runterfällt. Da habe ich erstmal ein paar Biers, falls mal irgendwas ist oder mal Bierdurst hat. Da muss ich nicht immer die ganzen Genaya Kölsch Biers verbrauchen. Da kann ich die auch zwischendurch mir mal so vielleicht eins gönnen. Perlenbacher Pilz aus dem Lidl, ist sogar extra hinten das Lidl-Logo drauf. Wenn ihr das schon mal probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Danke an Fati. Hat halt ein bisschen gedauert jetzt, da werde ich gleich mal nach dem Datum gucken. 12.23, das ist noch bis Dezember diesen Jahres haltbar, also das passt auch. Dankeschön also an die letzte Fanpost, die jetzt als erste Fanpost in der neuen Wohnung aufgemacht wird. Ich bin gespannt, was die Samyang-Nudeln alle zu bieten haben. Und was sagt ihr zur Location? Kann man das hier so machen? Ich habe die ganze Wohnung abgesucht, von oben bis unten, und war überall unzufrieden. Und erst jetzt habe ich den Eindruck, hier kannst du dich hinsetzen. Da passt das mit der Belichtung, da passt das von dem Raum ungefähr, dass man nicht zu sehr abgelenkt ist. Hier kannst du das präsentieren, zeigen. Also die Unboxings werden nicht mehr auf der Toilette stattfinden, sondern hier eben dann im Schlafzimmer. Wenn ihr was habt, schreibt mich an, wenn ihr mir was schicken wollt, wenn ihr Fanpost habt. Und dann freue ich mich auf eure Pakete. Muss nicht, kann aber sein. Ansonsten gibt es immer noch die Amazon-Wunschliste, wenn ihr sagt, ihr wollt einmal eine Freude machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.